Einst pulsierte diese Stadt vor Energie. Dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität. Dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hasst es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mirror's Edge. Ich bin der Flo von Maximum Gaming. Leertaste Shift links und Tab. Ja, und wenn ihr euch jetzt am Anfang hier fragt, was mit dem kaputt, der kennt das ja schon alles. Ja, das ist mein dritter Versuch jetzt gerade, weil irgendwas davor immer nicht geklappt hat. Das Aufnahmeprogramm, das Videobearbeitungsprogramm, kurz, rote Wand, keine Ahnung was. Und ja. Und wenn ihr das jetzt endlich seht, dann wisst ihr, beim dritten Mal hat's funktioniert. Hi Faith, willkommen zurück. Dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, was ist Mirror's Edge? Das hat man schon im Intro gesehen. Man ist ein Runner, ein Postbote. Und wir hatten wahrscheinlich einen Unfall und sind jetzt gerade wieder im Training und müssen da frisch reinkommen. Und ich kann schon so viel sagen, das Spiel ist echt geil gemacht. Und ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen... What? Ihr habt beim Zuschauen genauso viel Spaß wie ich beim Spielen. Weil die Atmosphäre ist einfach hammergeil. Das Gameplay macht ultra viel Spaß. Ach, da kann ich nicht runter. Nein, Mann. Und ja, ich werde sehr oft versagen, obwohl ich das schon dreimal gespielt habe. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Verwende AD, um auf dem Balken die Balance zu halten. Ja, klar. Weil sowas ja auch in echt geht, ne? Ja, und ich werde jetzt am Anfang nicht sonderlich viel sagen, weil das hier im Tutorial vor allem nicht viel zu sagen gibt. Und weil das erste Let's Play des Channels Maximum Gaming ist. Ich mache das noch mit einem Kumpel zusammen, von dem werden auch bald Let's Plays kommen. Und ja, die ganze Routine wird dann mit der Zeit reinkommen und ich hoffe, das kann man verzeihen. Ja, und bis auf ein bisschen rumgehampelt, jetzt am Anfang wird man nicht viel zu sehen kriegen. Außer den Arsch von der Hübschen da vorne. Leertaste Q, Leertaste. Erst nach dem Tutorial hier wird es dann richtig losgehen, vor allem von der Story auch. Und die Stadt sieht so hammergeil aus, dafür, dass das Spiel von, keine Ahnung, 2008 ist? 2006, 7, 8, irgendwie sowas. Celeste war gerade mächtig am Furzen. Ja, verzeiht mir meine schlechten Witze, wie gesagt. Erstes Let's Play. Ich versuche auch möglichst oft zu sterben, damit ihr was zu lachen habt. Shift links kurz für den Boden und... Natürlich habe ich es nicht geschafft. Ja, das wird oft passieren, sowas. Das wird oft passieren. Und hopp.
Was ist das jetzt? Los, rauf da! Mark will, dass ich etwas Sparring mit dir mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Ein bisschen Sparring. Machen wir mal ein bisschen Sparring hier. Und baff! Ins Gesicht. Und in die Blöden. Okay, Faith. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall. Ja, weil das ja auch später vor allem so selten vorkommt. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und deinen einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Gut zu wissen. Ach, das habe ich jetzt. Ich habe eigentlich gedacht, das war zu früh, was? Ja, mit Maustaste 2 kann man entwaffnen, so wie es da steht. Und mit R kann man eine Zeitlupe aktivieren. Das ist sehr praktisch. Und sobald die Waffe rot aufleuchtet, wie jetzt, rechte Maustaste auf den Hinterkopf, Magazin raus, Verschluss nach hinten und wegwerfen. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Na klar. Bis später, Faith. So, und das war das Tutorial. Möchten Sie, was möchten Sie jetzt tun? Natürlich will ich hier bleiben. Nein, weiterspielen. Klar. Electronic Arts presents a DICE production. DICE sind übrigens die Typen, die hinter Battlefield stehen. Digital Illusion Creative Entertainment heißt es. Mirror's Edge. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr fähiges Entwicklerstudio. Wie man hier an diesem Titel sehen wird, hoffe ich mal. Also wenn man es selber spielt, das ist so... Ja, ich weiß nicht. Sowas kann man gar nicht beschreiben irgendwie. So ein Jumpen... Run, Parkour, Dingens mit Action und cooler Story und Hammer. Und die hat auch mega die geilen Schuhe. Ja, und das hier ist jetzt eigentlich das erste Level. Oder was heißt eigentlich? Das hier ist das erste Level. Das Tutorial haben wir da hinten abgeschlossen und hinter uns gebracht. Und ja, jetzt geht's richtig los. Unser erster Auftrag als Postbote, als Runner. Wir müssen ein Paket zu Celeste bringen. Und am Anfang alles auch recht friedlich. Man kann sich die ganze schöne Stadt hier angucken, hoch über den Dächern. Von Polizisten beherrscht, überall stehen Polizeiautos, überwacht mit Helikoptern und keine Ahnung was. Wieso das so ist, ich weiß gar nicht. Das ist so das Szenario, denke ich mal. Als ob das vorher nicht so war oder ob das jetzt der neue Bürgermeister ist. Ja, ich mach das schon so schnell ich kann, Mann. Ja, okay, eigentlich nicht. Ich will euch hier ein bisschen die Stadt zeigen, bevor das am Ende oder später richtig hektisch wird. Weil wenn da die ganzen... Wieso hat die jetzt das Ding nicht... Was soll das? Naja, was soll ich sagen? Genau, später wird es noch richtig hektisch. In manchen Passagen, wenn die ganzen Polizisten kommen und keine Ahnung was und Geballer und Action und richtig übertrieben und krass und boah, und schon wieder tot, ey, das kann nicht angehen. Ja, und deswegen mache ich hier jetzt ein bisschen langsamer, damit ihr mal das hier alles sehen könnt, weil ich finde hier die Kontraste, die sehen hammergeil aus mit den ganzen Gebäuden und sowas und den Farben, hier rot und orange und da weiß und hier Fenster und boah, einfach nur boah ist das. Jetzt greift das verdammte Ding! Meine Fresse, ey, was soll das denn? Das ist jetzt ein Bug oder was? Schwapp!
Na, geht doch. Fliegt sie dreimal da runter und verreckt. Keine Wunder, dass du ein Krankenhaus landest, wenn du zu doof bist, so ein Ding zu fangen. City Eye. Das ist, naja, mit der Kamera könnte man jetzt denken, das ist hier ein Nachrichtenhubschrauber, aber dem ist nicht so. City Eye ist Big Brother, sag ich mal. Die überwachen alles. Der Funk läuft deinetwegen High Space. Klingt, als seien ein paar Cops zu dir unterwegs. Sie haben einen Tipp von einem Nachrichtenheli. Oh ja, dann waren es doch Nachrichten. Also Nachrichten, Anführungszeichen, ist ja hier alles kontrolliert in der Stadt. Seite. Ja. Ja, ja, und jetzt geht's los. Ja, ihr schießt doch sowieso, ihr Psychopathen. Lasst euch in Ruhe. Ich mach doch schon, verdammt. Und ab durch die Tür. Ah, Mist. So, und hier wäre nämlich jetzt ein Koffer gelegen. Irgendwo, aber den habe ich gerade schon aufgehoben, weil das, wie gesagt, ein dritter Versuch ist. Und ab durch die Tür und wo lang? Dahin. Ab rüber. Los, Faith, lauf schneller. Sprung. Und, okay, dann halt nicht abholen. Mit der Polizei im Nacken. Und so wird es dann später nämlich abgehen. Nur noch viel extremer. Und weiter abholen. Darüber. Bam! Ins Gesicht. Okay, dann doch nicht. Zeitlupe. Und aufs Knie. Jetzt versuchen wir mal, den zu treffen. Ich werde hier daneben schießen. Und, ah, nein, nicht mal. Cool, getroffen. Hoch da und rüber. Da hoch. Gut. Ja, das war die erste kleine Action-Passage jetzt. Und das war wirklich, wow, klein. Später geht's noch richtig ab. Lauf zu Celeste, es sind noch mehr Kopf im Anmarsch. Haha, er hat Arsch gesagt. Hey, wirf den Koffer rüber. So sehen übrigens die Koffer aus, die hier überall verteilt sind, die man als Achievement finden kann. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Ja, ich mach. Oh. Ja, ich beeil mich. Ich hab keinen Bock auf die SWAT-Typen. Los, komm runter, du scheiß Heli. Ah. Und da hängen wir einfach ab. Hoch in der Luft, über den Straßen. Was machen wir? Wir lassen uns fallen. Sollte ein entspannter Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Ja, keine die Irren. Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Kapitel wird geladen. Die erste Mission haben wir jetzt hinter uns. Und ja, wenn ihr es jetzt am Anfang noch ziemlich langweilig finden werdet. Wie gesagt, erstes Let's Play, tut mir leid, die Routine wird noch kommen. Und außerdem geht es halt im Spiel auch noch nicht so ab. Das wird sich später aber ändern. Da werdet ihr es dann gar nicht mehr aushalten können, nicht zu gucken. So aufregend wird das da. Ja, da wird euch einer abgehen. So cool ist das dann. Hallo Schwester. Bist du da, Kleine? Hi Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Mark. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arland Drive. Seien Sie vorsichtig. Und ich werde die Kapiteldinger hier Zwischentale jetzt auch nicht überspringen, weil das hat ziemlich was mit der Story zu tun. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Die ganzen Sequenzen. Deswegen, ich habe die alle übersprungen bei dem einmal, wo ich gespielt habe. Deswegen. Hey. Haust du ab? Klingt dich ein und weiß ich nicht, wie die Story ausgehen wird oder laufen wird.
Das ist mir dann auch alles neu. Genauso wie euch, hoffe ich mal, denke ich mal. Und deswegen auch bitte nicht spoilern, weil ich weiß, die Story macht hier doch schon einen großen Teil vom Spiel aus. Hey, wann immer du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Wobei ich auch... Meine Schwester. Jetzt auf zu labern. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn hier überhaupt gar keine Story wäre, sondern wenn man einfach nur durch die ganze Stadt hier rennen könnte. Weil das ist so 2008. Vor allem in den Gebäuden später. Hammer. Hopp. Noch ein Sprung. Und natürlich, ich laufe immer gegen den Stromzaun hier. Ja, war ein Hochsprung. Hättest du auch früher sagen können. Schmock. So, und hier sieht man, dass es verschiedene Wege gibt. Ich hätte mich zum Beispiel hier rüberschwingen können. Oder ich laufe jetzt einfach hier lang. Muss man einfach mal gucken. Und wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Ups. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand. Dann drückt man einfach Alt. Und der Punkt, wo man hin muss, wird fokussiert. Ist auch sehr praktisch. Aber dadurch bin ich auch schon sehr oft mal gestorben. Ja. Weil es einfach überall quer rum war. Und hier die geilen Gebäude. Ey, das hat sogar... Boah, Texturen. Genau, fass an. Fass an. Hammergeil. Hammergeil hier, ja. Da würde ich gerne arbeiten. Da hätte ich echt nichts dagegen. Auch wenn ich da nur Hausmeister wäre oder sowas. Oder keine Ahnung, Pflanze. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden Halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden, ein kleines bisschen vom Paradies. Schön, jetzt habe ich Hunger. Nein, ich werde nicht Leertaste drücken, wie gesagt. Weil das sind solche Sequenzen, da kriegt man ziemlich viel im Spiel mit und merkt dann erst, worum es geht. Das Laufen ist schön, aber mit Story ist es besser. Kate, was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Wie rührend. Die Schwester ist in hat Probleme, genau wie wir jetzt. Das ist nämlich jetzt so ein Punkt, wo es wirklich abgeht. Okay, wirklich, das ist noch untertrieben. Eigentlich. Ja, macht euch selber ein Bild, sobald die Schüsse fliegen. Wenn die SWAT-Teams hinter uns her sind. Und darum geht es eigentlich im ganzen Spiel. Von Punkt zu Punkt rennen, laufen, verschwinden, verstecken, keine Ahnung, wie man es nennen will.
Und ja, dabei ist man größtenteils immer unter Beschuss. Und das Schlimmste ist, wir wissen nicht mal wieso. Die rennen uns einfach hinterher und versuchen uns abzuballern. Für die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Was für eine Buchhaltung? Ey, das sieht so schön hier aus, ne? Da würde ich echt gerne arbeiten. Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Ja, ich habe mich gerade verlaufen, glaube ich. So. Moment, war da draußen gerade einer? Buchhaltung, das ist doch keine Buchhaltung. Was? Nein! Nicht mit mir heute, nicht mit mir. Los, komm weiter, Faith. Na, hoch da. Und hoch hier, in den Schacht. So, ja, ich lasse mich gerne mal ablenken. Das habt ihr wahrscheinlich gerade gemerkt. Und deswegen werde ich auch sehr oft sterben. Aber das sind so eine Kleinigkeit im Spiel, die man eigentlich nicht machen muss. Irren auf einen ballern, ey. Übertrieben. Ab das Dach runter. Mit dem Helikopter am Arsch. Zum Glück sind das Stormtrooper, die dich treffen, ey. Und Sprung. Abrollen und weiter geht's. Ach, Gott sei Dank treffen die wirklich nicht. Wobei ich das jetzt auch nicht beweisen will, indem ich stehen bleibe, weil dann ist man am Arsch. Ja, runter da, noch ein Sprung. Der meint das ernst. Schwing dein Hinter zum TC-News-Gebäude. Ich suche dir einen Weg da raus. Nein, wie schnell soll ich denn noch laufen, du Spezialist? Genau, renn gegen die Kamera, ey. Hast du nichts Besseres zu tun, ne? Lauf! Was für ein Schlag tut, wenn sie... Ah, ein Zeitwärtssprung. Ja, ich mach schon. Durch Zeitwärtssprünge werde ich auch oft drauf gehen, das kann ich mir versprechen. Immer wenn man nicht aufpasst, dann geht's schwupp. Genau, durch sowas. Boah. Komm, lauf, 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 nicht stehen bleiben. So, wo geht's lang, darüber. Mist. Hoch. Und darüber. Scharfschützen oder was? Ja, da hinten, scheiße. Weiter, nein, boah. Und rüber da. Los, lauf schneller. Gleich haben wir es geschafft. Runter da. Und weiter. Durch die Tür. Boah. Da vorne mit den SWAT-Soldaten, da können wir natürlich nicht durch. Also wir könnten auch kämpfen. Wobei das echt nicht, na, ratsam wäre gegen solche Typen. Weil die haben einen Knall. Tschüssi. City Item News for Hourly News Digmat. Okay, du kannst durchatmen. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du hast hier in ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Wespennest. Straße. Und Bats geht's auch schwarz-weiß. Sorry, schwarz-gelb. Ey, das sieht so cool aus, ne? Stairway to North Entrance, IT Support. Hammer. Hammer. Weiter geht's. Machen wir heute mal ein bisschen längere Folge. Ich glaube, das geht jetzt schon, keine Ahnung, 25 Minuten knapp, 24 Minuten. Rennen wir weiter bis zu einem Cliffhanger, wo ich nämlich weiß, dass einer ist. Damit das hier als erste Folge ist, eine kleine Premium-Action-Folge und die ballern weiter auf uns, die Irren. Ab durch die Tür, ab durch die Hecke, ab durch den, keine Ahnung, alles Mögliche. Und abrollen. Ja, schön, dass sie es versuchen. Wir werden es aber nicht schaffen, weil wir sind ein Runner. Aber es ist ja nur so, dass die auf uns ballern wie die Irren. Ja, schön, dass die auf uns ballern wie die Irren und mit Helis und Autos und SWAT und Polizei. Atme gleichmäßig weiter und lauf, Faith. Ja, genau. Hat Gimli auch immer gesagt. Atmen nicht vergessen. Immer schön weiteratmen. Lauf einfach weiter.
Ich laufe. Und ich rutsche. Und springe. Die Uhr, auf das Duell habe ich jetzt keinen Bock. Ach genau, hier bin ich das letzte Mal fast abgeknallt worden, weil ich mir das hier durchgelesen habe. Lorem ipsum irgendwas. Wenn mir einer sagen kann, wieso das da steht und wieso in Latein, wäre ich sehr dankbar. Das verwirrt mich ein bisschen. Alles mit Japanisch und Englisch. Sugar free und low carb. Zero trans fats. Also keine Transen. Ich meine, Transen, Fettsäure, Dinger. Keine Ahnung, wie die heißen. Egal. Und dann auf Latein. Keiner weiß wieso. Und ins Gesicht, du Typ. Und nochmal. Baff. Weiter geht's. Wo? Nix los. Wo ist der andere Typi? Da. Stirb. Und weg mit der Waffe, weil wir sonst viel zu langsam sind. Ah, und da vorne ist uns auch. Weiter geht's. Hoch da und hoch hier. Die klettert wie ein Profi. Hammer. Und das, obwohl die davor noch außer Gefecht war. Frisch aus dem Tutorial draußen. Und dann so eine Scheiße wie hier. Und spring! So. Wake up, Vote Pope geht nicht, der Typ ist leider tot. Und weiter geht's. Durchs Dach. Das ist Creek, unser Kumpel. Und fürs Erste haben wir es geschafft. Bist du okay? Komm schon. Ja, hör auf hier zu winken wie so ein Behinderter, helfe lieber auf die Beine. Du hast dich gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Mercs Unterschlupf. Verdammt, Merc! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Vertragsverlängerung. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. So schnell geht's. Wenn jemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faye. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Jackknife. Unsere nächste Zielperson. Ich weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt's nur so von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Ich könnte den Kanälen nach Hampton Town folgen, aber... Machen wir jetzt mal Schluss, ne? Eine halbe Stunde ist genug für den Anfang, für die Einführung. Ich mache dann jetzt gleich noch die nächste Folge. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Später wird noch viel mehr Action kommen, das kann ich euch versprechen. Der Anfang war jetzt ein bisschen lahm. Ja, ich bin der Flo von Maximum Gaming und schaltet das nächste Mal auch wieder mit ein. Die Premiere und das erste Let's Play auf Maximum Gaming. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Mirror's Edge.